Wir melden uns erneut zurück hier aus dem Montesino vom Final Table des Partyburger Grand Prix Austria und sind nur noch zu dritt. Als Vierte musste die ehemalige Chipleaderin uns leider verlassen. Timea wird 25.000 Euro mit nach Hause nehmen und jetzt gibt es eine kleine Pause. Ich denke, hier gibt es gleich eine kleine Dealverhandlung, deshalb werden die Stacks nochmal ausgezählt und wir schauen mal, was sich daraus ergibt. So he must give 2.5 hours. No. It's up yet. Okay. You don't like? Then you play, it's no problem. We just continue. You don't agree, we play, it's easy. Okay, okay. We play. Good luck, man. Bravo! Bravo! Let's stop now. Die ersten Dealverhandlungen sind leider gescheitert, aber es hat nicht lang gedauert und wir sind im Heads-Up. Die beiden Jungs werden jetzt hier wahrscheinlich gleich nochmal über einen Deal sprechen und ob der was wird, wir warten mal, aber ich gebe der Sache jetzt auf jeden Fall mal eine relativ große Chance. Wir schauen mal, was das diesmal wird. I can't bluff you there without folding it, and you will fold. That was in my mind. So sweet. It's okay, like, don't be happy. I give you 2,000. That's maximum that I can do. 2,500. 2,500, I guess. He gives you 200. Let's say he gives you like 2,470, then you have like 78. Okay, 2,000 and half. 2,000. 2,000. 2,500? 2,000. 2,000. You say 2,500. We split that. Okay, 2,000. 2,000. So then it's. I just write it down so everyone sees. 67 for 70 and it's 77,530 and you play for 15k. No? Andre? Okay. Okay. So 10 for you as well. That's what you charge to people. Yeah, 67, 77 and you play for 15k. So, ihr habt es gerade mitbekommen, es gab einen Deal. Der Deal war etwa 77.000 zu 67.000. Es werden noch 15.000 ausgespielt. Jetzt gibt es erstmal noch eine ganz kurze Pause und dann gehen wir voll rein in die Heads-Up-Action und schauen mal, wer sich am Ende durchsetzen kann. Richtig, richtig, richtig.
Und damit haben wir es geschafft. Das Heads-Up hat ein jähes Ende gefunden mit Ass 6 gegen König 2 ging es rein. Ein Ass am Flop hat gereicht. Und dieser Mann aus der Slowakei, der André, der hat es gerissen und ist unser Champion vom Party-Poker Grand Prix Austria. First of all, congratulations to you, André. Thank you very much. How do you feel right now? I mean, it's an amazing achievement, right? Yeah, I feel amazing. It's sweet. I don't know. Okay. How did you like the tournament? You won it, okay, but we've seen you've been pretty short all over the day, and then you build up the stack. Yeah, I was good on stack, and after I go down and go back was hard. Up and down all the time. Can you remember one special hand? We had an interview with Dennis Wilke, who lost against you with sevens against jacks. When he open raised, you three bet with jacks over there at this table, and you took like 3 or 4 minutes when you called his all in. It was standard spot, and I don't know, it was call, and he maybe mean I was slow roll it, but I guess it's not true. I was only thinking and emotional, ready for a flip or I don't know. So and tough decision. He had sevens. He can have ace king or ace queen, and I need a time for big flip in life, to tournament life. So perfect. Okay, and the final table was like pretty easy going for you, right? Didn't had much swings. You always had big stack. Yeah, I feel good and play best I know and it's work. And it made you win this tournament. So congratulations once again. Take your trophy, take a bath in all the positive emotions with your friends and have a good time. Yeah, thank you very much, sir. Thank you very much. Okay, alles klar, Leute. Das war's von uns. Das war's von uns. Wir verabschieden uns hier vom Party Poker Grand Prix Austria. Es war wie immer eine große Freude mit euch. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir mit Chip Lead auf irgendeinem wundervollen Turnier sind. Bis dann. Thanks. Perfekt.